Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil meiner dreiteiligen Weihnachtsbackserie. Heute machen wir Renis Vanillekipferl. Das Rezept hat Reni mir geschickt und ich habe hier auch schon welche gebacken dieses Jahr. Das ist so das aufwendigste aller drei Rezepte. Aber wir machen uns jetzt mal daran und ja, ich zeige euch, wie man die Vanillekipferl machen kann, ganz ohne Vanillekipferl-Backform. Und ja, wie die besonders lecker schmecken, das verrate ich euch auch. Deswegen würde ich sagen, fangen wir an, starten wir. Ich bereite den Teig zu und dann quatschen wir wieder ein bisschen. So, das Rezept findet ihr wie letztes Mal auch wieder in der Infobox. Letztes Mal habe ich Mandelzimtplätzchen gebacken. Das Video könnt ihr euch auch sehr gerne angucken. Ja, aber wie gesagt, heute gibt es Vanillekipferl. So. Tada! Wir brauchen 150 Gramm Mehl. Dann kommt Zucker rein, das sind 40 Gramm. Hier, das ist schon der erste Geheimtipp. Also ich habe Zucker zusammen mit echten Vanilleschoten in so ein kleines Töpfchen gemacht und danach, also dadurch vanillisiert dieser Zucker und schmeckt richtig gut. Das ist quasi so der beste Vanillezucker, den man haben kann oder den man machen kann. Und ja, in diesem Rezept packe ich dann halt auch diesen echten Vanillezucker da rein. So. Jetzt kommen noch geschälte Mandeln rein. Und zu guter Letzt kommt die Butter rein. So, hier sind jetzt alle Zutaten drin und die können jetzt verknetet werden. Heute möchte ich mit euch über das Thema sprechen, weniger Stress in der Weihnachtszeit oder weniger Stress an den Weihnachtsfeiertagen trifft es noch genauer. Also mir ist halt aufgefallen, dass viele Menschen besonders gestresst sind so, wenn Heiligabend ansteht und die Weihnachtsfeiertage. Und ich denke mir, eigentlich muss das ja gar nicht nötig sein. Also so für die Leute, die nicht viel machen müssen, ist das natürlich immer ganz entspannt, wenn man jetzt irgendwie wo zu Gast ist oder so. Aber für die Leute, die halt der Gastgeber sind oder gerade die Personen, die kochen, ist es halt schon ziemlich stressig. Und da denke ich, könnte man halt vielleicht auch so über alternative Möglichkeiten nachdenken. Zum Beispiel, warum muss es an Heiligabend immer ein dicker Braten sein? Also ich kenne es zum Beispiel bei mir zu Hause. Meine Mama, die steht dann immer in der Küche. Und es gibt eigentlich jedes Jahr zu Weihnachten Kasslerbraten mit halt so einer Champignonsoße. Und ja, das schmeckt natürlich sehr gut, aber sie ist da auch wirklich sehr lange beschäftigt mit und dann auch immer ziemlich gestresst. Und ich habe ihr auch schon mal vorgeschlagen, dass wir vielleicht einfach irgendwie was Einfacheres machen, irgendwie Kartoffelpüree und Würstchen oder so oder Würstchen und Kartoffelsalat oder was auch immer, damit sie nicht so lange da in der Küche rumstehen muss. Aber das wollte sie bis jetzt zum Beispiel noch nicht annehmen, weil sie halt meinte, ja, aber die Leute erwarten ja auch alle irgendwie was Vernünftiges zu essen. Ja, und dann frage ich mich, warum eigentlich so? Also das Wichtigste ist ja eigentlich, dass man so zusammensitzt und eine schöne Zeit hat.
Und vielleicht kann man ja auch die Aufgaben aufteilen, dass man vielleicht einen relativ einfachen Hauptgang hat, aber dafür jemand anderes noch eine Vorspeise macht und wieder jemand anderes den Nachtisch. Das wäre ja zum Beispiel auch eine Idee. Oder dass mal jemand ganz anderes kocht und nicht, wie es in vielen Familien so ist, dass das dann die Frau alles übernimmt. Ja, das wäre ja auch irgendwie nochmal eine Idee. Also ich muss sagen, für mich ist es natürlich ziemlich entspannt, weil ich koche denn ja nicht mit. Meine Mutter reißt es dann auch immer alles so an sich, macht das dann alleine. Ja, aber ich würde da halt auch helfen. Ja, ach, keine Ahnung. Ich denke mir halt einfach irgendwie, dass es auch noch andere Lösungen geben könnte. Vielleicht, dass man sagt, man macht das Heiligabend ganz entspannt, bestellt vielleicht auch einfach was, vielleicht einfach Pizza bestellen oder macht sich selbst irgendwie so eine Backofenpizza oder was auch immer. Und dann gibt es am zweiten Weihnachtsfeiertag dann größeres Essen, wenn man unbedingt ein größeres Essen haben möchte, dass man dann wenigstens Heiligabend entspannt zusammen verbringen kann. Und dass man sich den ganzen Kochstress dann erst irgendwie am zweiten Weihnachtsfeiertag oder so macht, dass das dann da auch nochmal ein bisschen entzerrt ist. Ja, allgemein auch so, was zur Stressreduktion, glaube ich, ganz gut ist, ist, wenn man gut vorbereitet ist, wenn man vorher ganz klar abspricht, wer an Weihnachten welche Aufgaben hat und diese dann halt auch fest übernimmt, dass dann halt auch alles schon bereit und fertig ist, wenn es dann losgeht und man nicht so einen Last-Minute-Stress hat. Natürlich gehört auch dazu, gut vorbereitet zu sein, dass man seine Geschenke rechtzeitig beisammen hat und da rechtzeitig halt fertig ist mit allem. Ja, dass man vielleicht den Tisch schon gedeckt hat oder aufgeräumt hat. Natürlich, Tischdecken macht man wahrscheinlich dann erst am Heiligabend, aber dass es da dann halt auch so eine klare Rollenverteilung gibt, wer welche Aufgabe übernimmt. Ja, und dass das nicht immer so ist, ja, nee, ich habe jetzt keine Lust, kann eine andere mal machen. Ja, dass man das dann halt irgendwie sich davor abspricht. Genau, also das kann ich mir so gut als Stressreduktion vorstellen. Ich habe natürlich noch keine Familie. Also wie ihr vielleicht wisst, ich bin 23 Jahre alt, wohne in einer WG und ich fahre noch nach Hause zu Weihnachten. Ich kann da jetzt natürlich auch viel kluge Dinge so vor mich her erzählen, ohne das wirklich in der Praxis ausprobiert zu haben. Aber ich denke, dass ich das dann später versuche, so entspannt wie möglich irgendwie zu gestalten. Und wenn sich jemand dann beschwert, ja, dann soll die Person halt helfen oder ja, selbst das dann anders auf die Beine stellen. Ja. Was natürlich nicht heißt, dass ich mich nicht freue, wenn es tolles Essen gibt. Natürlich ist Kasseler Braten super zu Weihnachten. Also es ist auch wirklich schön, wenn es ein sehr leckeres Essen gibt und man da so zusammensitzt. Aber ja, die große Frage ist halt schon, warum muss das immer die eine Person machen? Und kann man nicht das Weihnachten auch mal entspannter machen und gucken, wie das halt so abgeht? Weil sonst ist es halt eigentlich immer relativ ähnlich. Also bei uns ist es zum Beispiel so, dass meine Aufgabe ist, die Weihnachtsfrau zu spielen. Das macht mir aber auch Spaß. Also wir haben so ein Weihnachtsmannkostüm und das ziehe ich dann an. Und dann gucken manchmal halt aus der Mütze dann auch meine blonden, langen Haare raus. Das ist immer relativ lustig. Das mag ich echt gerne. Ja, aber ja, nee, ich glaube, die Rolle würde ich nicht abgeben, aber dass ich vielleicht auch was anderes mal mache irgendwie. Vielleicht mit Baumschmücken oder so. Ja. Naja, gut. Also, das hier ist jetzt der Vanillekipferlteig einmal richtig gut durchgeknetet. Und jetzt formen wir diese kleinen Halbmonde. Und dann kommen die aufs Blech und dann in den Ofen und dann in den vanillisierten Zucker. Die sind echt lecker. Testet das Rezept mal aus. Aber schreibt mir mal unten in die Kommentare, wie das bei euch ist. Wer kocht bei euch das Weihnachtsessen? Vor allem, was gibt es bei euch zu Weihnachten? Also bei uns ist es so, dass alle in der Familie Fleisch essen.
Ich bin mir sicher, dass es bei euch nicht bei allen so sein wird. Kocht ihr denn irgendwie was Vegetarisches oder Veganes? Vor allem, wer kocht das? Wie aufwendig ist das? Wie läuft das bei euch allgemein ab? Geht ihr vielleicht auch essen oder bestellt ihr was? Oder hattet ihr das vorher mal anders gemacht und habt festgestellt, oh, das gefällt euch doch nicht? Und dann habt ihr eure Routine nochmal umgestellt. Also das würde mich wirklich sehr interessieren, wie da so eure Erfahrungen sind. Ob ihr vielleicht auch mal Weihnachten ganz habt ausfallen lassen oder halt Heiligabend und wie ihr damit denn so zurechtgekommen seid. Also da bin ich wirklich gespannt, wie das so bei euch abläuft, weil da jeder ja komplett andere Traditionen hat. Und vor allem, kommt bei euch noch der Weihnachtsmann? Ja, nein. Oder das Christkind, denn ich glaube am 25. morgens kommt das Christkind, oder? Ja, ich hatte damals im Spielkreis war das eine Freundin, bei der kam das Christkind und bei allen anderen kam der Weihnachtsmann. Ich, ja, das war, da war ich dann immer ganz neidisch, dass bei ihr das Christkind kommt, bis mir dann bewusst geworden ist, dass bei ihr der Weihnachtsmann nicht kommt. Dann war es für mich wieder okay. So. Dann macht ihr jetzt hier mal so eine Rolle, die ungefähr so 3 cm im Durchmesser ist. Ah, ich kann das immer schlecht abschätzen, so mit Maßeinheiten. So, und dann ungefähr so 1 cm breite Streifen schneide ich immer ab. Plus, minus. Oder Stücke. So, und die werden jetzt geformt zu so einer Hörnchenform. Könnt ihr in den Händen so ganz einfach machen. Und dann biegt ihr diese rum und dann kommen die aufs Backblech. Bis ihr dann immer so Halbmonde habt. Und die würde ich noch ein bisschen runterdrücken, dass die ein bisschen platter werden. Vanillekipfel sind jetzt alle hier geformt. Das könnt ihr hier einmal sehen. Und ja, ich habe noch 4 Kipferl auf einem, oder Kipferl spricht man sie, glaube ich, aus. 4 Kipferl auf einem anderen Blech. Und ja, das kommt jetzt bei 160 Grad so für, was steht auf dem Rezept, 18 bis 20 Minuten in den Backofen, sodass sie ganz leicht braun sind. Also sie dürfen nicht richtig braun sein, aber so ganz, ganz leicht. Dann würde ich sie wirklich nur ganz kurz abkühlen lassen, sodass sie aber noch ziemlich warm sind. Und dann kommen die in vanillisierten Puderzucker, den ich auch so ein bisschen mit normalem Zucker mische. Das ist das, was ich euch hier schon mal gezeigt habe. Hier meine selbst angemischte Vanillezuckerdose quasi, also die Dose mit dem selbst angemischten Vanillezucker. Ja, das kommt in den Ofen und dann sehen wir uns gleich wieder. Da sind sie, Renis Vanilleköpferl. Die sind gerade aus dem Ofen gekommen. Die haben jetzt auch so circa 18 Minuten gebraucht. Ihr seht, sie sind ganz leicht braun. Ich hoffe, sie sind noch nicht zu braun, aber ich möchte auch immer, dass das Gebäck durchgebacken ist. Das ist immer so eine Gratwanderung. Die packe ich jetzt hier hin, um die noch minimal auskühlen zu lassen. Und dann kommen die in meinen vorbereiteten vanillisierten Puderzucker gemischt mit anderem Vanillezucker, den ich selbst gemacht habe. Genau. Man muss aufpassen. Also man muss wirklich den perfekten Zeitpunkt finden, um sie in diesen Zucker zu tunken. Denn wenn ich sie jetzt direkt runternehme, dann brechen sie kaputt. Wenn ich jetzt aber noch so, sagen wir, 2 Minuten warte, dann ist es perfekt. Dann kann ich sie in den Zucker tunken.
Und dann sind sie schön vanillisiert. Ich hole jetzt auch noch mal einen Teller raus, wo ich die dann gleich alle draufpacken kann. Oder, nee, ich glaube, ich packe die einfach wieder auf dieses Rost. Ja, dann warten wir jetzt noch mal kurz. Ja, ich glaube, jetzt kann man sie schon reinpacken. Nehmen die immer so ganz vorsichtig einzeln. Das sieht man hier, dann liegen die da so drin. Und dann decke ich sie so ein bisschen zu mit so Puderzucker. Und dann hoffe ich, dass das dran haften bleibt und wende sie dann so da drin. Dass da so ein bisschen Puderzucker halt an den kleben bleibt. Oh, die werden richtig lecker. Ich freue mich voll. Kipferl. Nice. Meine eine Mitbewohnerin isst die auch wirklich sehr gerne. Die findet die auch richtig lecker. So, fertig sind die Vanilleköpferl. Die sind jetzt alle hier einvanillisiert in den Puderzucker und jetzt müssen sie noch komplett auskühlen und kommen dann in eine Dose. Und ja, ich freue mich schon total drauf, die alle bei einem Tee vernaschen zu dürfen. Ich kann ja jetzt hier auch mal eine Live-Verkostung machen. Ja, meine ganzen Hände sind noch voller Puderzucker. Mmh, wirklich noch warm. Also ohne Eigenlob, die schmecken schon echt gut. Das sind wirklich sehr leckere Weihnachtsplätzchen und die könnt ihr, wie schon so oft gesagt, auch sehr gerne nachbacken. Ja, das war's denn mit meinem Video zu den Vanilleköpfen und unserem kleinen Gespräch. Und ja, ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße, eure Fred. Tschüss!